Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu mir, von mir, über mich. Heute mit Minecraft Let's Play im Hintergrund, genau. Man kennt's. Okay, es ist ja so, dass ich ja jetzt schon länger nicht mehr da war, ne? Ich habe ja zuletzt am 31. Silvester gestreamt. Ja, das ist schon ein paar Tage her. Heute haben wir den 21. September. Da ist ja schon wieder ein paar Monate her, ne, mit dem Stream. Ich habe mich auch nicht weiter gemeldet oder sowas. Ja, was habe ich getan jetzt das letzte halbe Jahr? Also, ich will mal versuchen, alles aus meinem Kopf rauszukriegen, so. Weil im Moment, weiß ich nicht, ist der Drang so da, wieder anzufangen, aber ich krieg's natürlich nicht wieder hin und wie sich jetzt rausgestellt hat, kriege ich das auch auf die nächste Zukunft leider nicht wieder hin, live zu streamen oder gar irgendwie. Oder überhaupt hier Let's Play-mäßig irgendwas zu machen. Ich habe heute mal Zeit gefunden oder mir heute jetzt Zeit genommen, dazu Videos zu machen. Oder ein Video jetzt zu machen, so ein bisschen. Ein bisschen in Minecraft rumdümmeln. So, also keine Ahnung, wie lang das hier wird oder ob ich das in mehrere Teile aufteile oder zusammenschneide. Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach mal wieder reinkommen. Oder rauskommen, keine Ahnung. So ein bisschen mich herrichten. Mich vor die Kamera zu setzen. Wie ist das, weißt du? Außerdem sieht man, wie healthy ich doch aussehe, ne? Man sieht's doch. Mit dem ganzen Gewichtsverlust, den ich über das Jahr so mir angeeignet habe oder so. Ich habe nämlich einiges abgenommen seit letztem Jahr. Und das ist gut. Und da kommen wir zu Punkt 1, warum ich lange nicht gestreamt habe. Ich habe mich im Fitnesscenter angemeldet. Ich glaube, das habe ich im letzten Stream auch erwähnt gehabt, dass ich mich bei Fitnessgedöns angemeldet habe. Und ja, das ist Punkt 1. Ich war eine ganze Zeit lang da. Ich war von Januar bis Mitte Mai war ich das letzte Mal da. Dann habe ich mich abgemeldet, weil mich da einige Sachen abgefuckt haben. In dem Studio mit den Personen, die da rumrennen. Ich nenne es mal asoziale Massen. Ich kann da irgendwann vielleicht mal drüber erzählen, wenn ich mal Bock drauf habe, aber es ist halt echt ein bisschen ekelhaft und assi, sowas. Also respektlos ohne Ende da und ach, keine Ahnung, es ist einfach nur scheiße gewesen, ganz ehrlich. Aber es hat mir gefallen, die erste Zeit so zumindest, ne? Es war okay, es war jetzt nicht schlecht oder so, aber das Ende war dann halt doch absolut zum Kotzen. Und da habe ich mich dann Mitte Mai, war ich das letzte Mal da habe ich mich abgemeldet, dann zum 31. Juni war ich dann raus. Moment, 31? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Juni, Moment. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. 30. Juni. So, zu dem war ich abgemeldet. So. Und im Juni war ich auch nicht mehr da, weil ich da so angepisst und hatte keinen Bock mehr auf gar nichts. Da dachte ich mir, nö, gib es nicht. So, ich finde diese Welt hier gerade ein bisschen hübsch. So, also diese Metallküste, klar. Dingensküste hier. So, es soll gar nicht hauptsächlich ums Gameplay gehen. Es soll einfach so gehen, so wie früher in Min Min. Ich habe Min Min früher so gerne gemacht. Das war ja auch viel zum Verarbeiten für mich. Das war ja quasi meine Selbsttherapie. Und natürlich hat mir der Chat auch immer gut geholfen. Ich meine, die waren da, ihr wart da. Na, ihr, ich sag mal, die und ihr. Na, nee, seid ja ihr, die Zuschauer. Wart halt da. Habt mit mir ein bisschen diskutiert auch. Mir einen neuen Input gegeben, weil ich krieg von mir nicht immer alle Ansichten. Ich kriege nur das, was ich sehe und kenne. Aber wenn ihr mir sagt, so ja, guck doch mal, denk doch mal anders über diese Situation, die ist das, dann kann ich das auch machen. Keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch überlegt, mal wieder was so wie Min Min zu starten, aber das kriege ich halt natürlich auch nicht hin. Dass ich jeden Tag so ein paar Minuten streamen, die ist das, aber dann dachte ich mir, ja, weiß ich nicht. Das Sandstein, ja. Ah, ja. Und Schnee haben wir auch noch. Ist das Schnee? Ja. Jetzt komme ich zu den nächsten Punkten. Was habe ich denn gemacht das letzte Jahr? Also Fitnessgedöns habe ich gemacht, bis ich dann aufgegeben habe. Ich bin psychisch abgesoffen wieder so ein bisschen. Und zwar die letzten 3 Monate irgendwie. Also jetzt Pi mal Daumen von da, wo ich mich abgemeldet habe. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich ja irgendwie weggegangen bin von dem Gym-Zeugs und dann auch dadurch psychisch wieder abgesoffen bin, so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht richtig benennen. Ich gehe mal stark davon aus, so jetzt, wenn ich hier sitze und rede, dann reflektiere ich nochmal anders, als wenn ich nur die ganze Zeit in meinen Gedanken rumhänge.
Aber das ist gut für mich. Darum ist dieses Format ja auch super für mich. Ich weiß nicht, wie ich es nennen werde. Keine Ahnung. Ein Talk mit Koloss, keine Ahnung. Koloss schnackt Scheiße. keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es mir da halt eine ganze Zeit lang nicht mehr so gut. Und dann ist das abgesoffen, so richtig hart. Und dann habe ich auch eine kurze Zeit wieder Antidepressiva bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Bupropion oder so. Aber da hat sich herausgestellt, dass die gar nicht so schick für mich waren. Denn ich habe die 3 Wochen genommen und die Nebenwirkungen davon haben mich so hart fertig gemacht. Benommenheit und was weiß ich nicht alles. Also ich war gar nicht mehr richtig da und ich bin zu der Zeit Fahrrad gefahren. Jetzt fahre ich kein Fahrrad mehr. Ich habe ja mein Fahrrad wieder fertig gemacht. Das konnte ich dann ja, paar Wochen fahren. Ein paar Wochen ist gut. Bestimmt 2,5 Monate oder so. Bis sich dann jetzt die Speichen verabschiedet haben, weil die kaputt waren schon vorher. Die waren so lose und ich bin damit halt nicht zur Reparatur gegangen oder sowas. Bis sie dann irgendwie gerissen ist. Ja, scheiße ist. Oh, wow. Oh, wow. Finde ich das hier wow. Ja, auf jeden Fall. Ja, psychisch abgesoffen, hab dann doch die Reißleine gezogen, hab gesagt so, nee, boah, ich krieg das nicht hin, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin in meinem Kopf mit dem ganzen Benommenheitsgedöns. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch seit einem Jahr kein Alkohol mehr getrunken, das ist auch eine gute Sache. Ich meine, das wäre jetzt mittlerweile ein Jahr. Tja. Wo will ich denn mein Haus bauen? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, Moment, lass mich mal kurz ein bisschen ordnen. Ich habe das Fahrrad gemacht, ich habe da die Antidepressiva genommen. Und jetzt, seitdem ich die wieder abgesetzt habe, ging es mir dann auf einmal auch wieder besser. Die nächsten Tage danach wurde es dann immer besser, ich wurde immer klarer im Kopf wieder und jetzt bin ich wieder auf der Spur. Natürlich hat sich das essenstechnisch ein bisschen gezeigt, so in dem Sinne, dass ich anfing, ein bisschen mehr Klöderkram wieder zu essen. Das heißt, über den Sommer, es war warm, was gönnt man sich? Eis. Also habe ich mir diese kleinen Magnum-mäßigen Dinger gekauft. Die gibt's ja so günstig, die kleinen Dinger. Am besten die weißen mit Mandel. Geil. Ein ganzes Paket davon, 12 Stück. Schraubt man sich ja mal an einem Nachmittag rein. Geil. Oder mal Haribo oder so ein Quatsch. Wenn die mal im Angebot sind, weiß er, dann sage ich natürlich nicht nein. Und so 3 Tüten für 2 Euro da. Schon. Ne, ist halt doof, ne? Also mittlerweile jetzt seit 2 Wochen oder so habe ich es ein bisschen wieder im Griff. Oder jetzt über die Zeit immer weniger Zeugs in mich reingestopft und jetzt bin ich wieder auf der Spur diese Woche gewesen. Also keine Eskalation hier so richtig. Ich habe wieder mehr gekocht. Mir auch vor 2 Tagen mal so eine dicke Hühnersuppe gemacht oder einen dicken Hühnereintopf mehr so, keine Ahnung. Hähnchenschenkel, Suppengemüse, Nudeln, wow. Und ein bisschen, was war denn das anderes? Pilze noch. Champignons. Gibt dem ganzen Ding nochmal so richtig. Keine Ahnung. Schneeblöcke. Okay, mit denen kenne ich mich nicht so wirklich aus. Soll ich mich hier oben hinbauen? Ich baue mir ein Haus aus Schnee. Nee. Heiß. So. Ja, aber. Was ist noch passiert? Was ist geplant? Was werde ich tun? Ja, wieso kann ich nicht streamen? Also ich habe mir jetzt vor kurzem vorgenommen von wegen, hey, ich könnte eigentlich mal wieder anfangen. Aber ich muss dafür einen Plan haben. Ich muss Zeit finden dafür. Wie will ich das machen? Was will ich vor allem machen? Ich dachte mir, ich komme wieder ein bisschen zurück zu diesem Format, so ein bisschen Min-Min-mäßig, dass ich, wenn ich anfange, jedes Mal so ein bisschen über meinen Tag oder die letzten paar Tage erzähle oder random einfach so mal ein bisschen erzähle. Aber nicht mehr mit dieser 24-Minuten-Sache, sondern vielleicht auch mal ein bisschen länger als 24 Minuten, keine Ahnung. Einfach ein bisschen schnacken, einfach rauskommen, ein bisschen erzählen, so und ja, ne, so. Dann dachte ich mir auch vielleicht, ja, weiß ich nicht, wie viel Zeit habe ich denn? Wenn ich gucke, müsste ich auch schauen, ich würde meist spontan sein, so. Das heißt, ich hätte auch wieder keinen festen Tag oder keine festen Tage, so. Dann habe ich da noch geplant, was mit Leuten zu machen. Das heißt, ich habe da meine kleinen Grüppchen mit ein paar Leuten, mit denen ich rumhänge. Zum Beispiel am Freitag und Samstag spielen wir meist Fortnite. Da könnte ich ja theoretisch das kombinieren. Warum schlage ich eigentlich den Boden hier noch raus? Keine Ahnung.
Genau, das könnte ich ja theoretisch kombinieren. Also Fortnite und das Wochenende mit den Leuten. Das heißt, wir würden keinen Koop-Stream machen. So. Also die wären nicht dabei, die streamen nicht. Aber ich könnte halt mit denen zusammen da ein paar schicke Runden spielen. Einfach so just for fun, random. Keine Ahnung, wer Bock hat, guckt zu. Wer nicht, der nicht. Der, das war ja schon immer meine Attitüde so ein bisschen. Wer Bock hat, der guckt. Wer nicht, der nicht halt. Es ist einfach stumpfsinnige Unterhaltung hier. Und oft merke ich doch, also ich habe das in den letzten Tagen oft mitbekommen, oder letzten Wochen schon, dass Leute sich fragen, hey, was ist eigentlich mit Koloss? Das wurde mir jetzt vor ein paar Tagen zugetragen, dass Leute sich fragen so, hey, was ist eigentlich mit Koloss? Also das sind so Leute, die nicht so krass im Internet unterwegs sind, die vielleicht mal meinen Stream geguckt haben und vielleicht ein bisschen Facebook scrollen oder so, keine Ahnung. Das sind aber auch Leute, die sind etwas so alt wie ich oder etwas jünger noch. Ich weiß das nicht, oder? Nee, halb älter vielleicht. Ist so Mitte 30, was weiß ich. Anfang Mitte 30 würde ich schätzen. So. Ja. Ich baue mir jetzt erstmal eine Hütte aus Erde. Eine Hütte aus Erde baue ich mir. Was ist das hier? Ich will mich ja irgendwo hinbauen. Da ist eine Höhle. Genau, also daher dachte ich mir auch schon wieder so, ja, es gibt ja Leute, die mich vermissen in irgendeinem Sinne. Und das ist schön, vermisst zu werden, denke ich mir. Und darum dachte ich mir auch, ja, komm, der Druck ist halt auch da oder der Drang so dazu, wieder da zu sein. Wieder einfach so zu streamen, einfach irgendwie zu spielen, worauf ich Bock habe. Ne? So. Jetzt muss ich hier kurz ein bisschen rein. Oh, wow. Meine Fresse, habe ich eine geile Höhle hier gefunden. Meine Güte, ey. Fällt mir fast ein Ei aus der Hose vor Freude, ey. Mann. Ja, also, naja. Aber ich krieg's halt nicht hin. Ich krieg's nicht richtig geplant, so. Wann ich was, wie, wann, wo mache. Was will ich machen? Ich dachte mir so auch an Challenges zu Minecraft. Quatsch, Minecraft. Komme ich auf Minecraft? Nee, Sims. Sims 3. Sims 3? Ja, ich würde auch Sims 2 mal spielen. Habe ich auch ewig nicht gemacht. Also Sims Challenges würde ich mal sagen, so grob. Minecraft, hier mein Tagebuchprojekt, quasi sowas. Genau, und. War das da? Und dann, ja, mal gucken. Story Games, vielleicht mal die alten Teile nochmal durchspielen, weil ich die noch nicht genug gespielt habe. Aber ich stehe total auf meine alten Spiele so ein bisschen. Also würde ich auch nochmal Bioshock durchdaddeln, Tomb Raider, Bioshock habe ich schon so oft gespielt. Watch Dogs hätte ich auf meiner Liste. Ich würde von der PlayStation ein paar Spiele spielen, die ich echt gerne spielen wollte. Eigentlich schon ewig, seit ich angefangen habe irgendwann mal. God of War, also die alten Teile. Infamous, keine Ahnung. Ich habe da noch irgendwelche Spiele, die ich noch nie gespielt habe auf PlayStation. Alles würde ich mir gerne mal anschauen und gucken, wie haut das hin. Was sind diese Spiele? Und dann hätte ich da noch eine Idee für wegen von meine ganzen Humble Bundle Sachen, die auch mal in Angriff zu nehmen. Ja, jetzt ist das Problem. Es wird nichts. Also in nächster Zeit wird es nichts mit Stream und so. Und da kommen wir dann zu meinem nächsten Punkt. Die Zukunft. Es ist ja so, dass ich seit einem Jahr jetzt in der Maßnahme bin, bei der ich eigentlich so praktikumsmäßig was machen soll und jobtechnisch Sachen finden soll und sowas. Und jetzt bin ich da die ganze Zeit. Praktikumsmäßig hat sich nichts ergeben, weil keine Firma hier in der Nähe mir irgendwie was zeigen kann, weil die keine Kapazitäten haben, dafür einen bescheuerten Praktikanten aufzunehmen und dem ein bisschen zu zeigen, so hey, das macht man hier, da, dort, dies, das, überall. Keine Ahnung. Eine andere Firma, ja, keine Ahnung, die sind alle sind sie verplant, haben keine Zeit und da dies, das, keine Ahnung. Es ist frustrierend für mich, das ist auch ein Aspekt davon, das, was mich psychisch runtergezogen hat, weshalb ich auch wieder so ein bisschen abgesoffen bin psychisch, so. Ist halt doof. So, ich bleib mal hier unten drin. Das hat mich halt auch übel fertig gemacht. Es ergibt sich kein Praktikum. Die Dozenten in der Maßnahme haben sich den Arsch aufgerissen dafür, mir was zu suchen, weil ich selber nichts gefunden habe, weil ich mich echt schwer tue mit Recherchieren und so.
Ich weiß es nicht. Es ist einfach sau schwer, das Ganze. Jetzt ist es dazu gekommen, dass ich mal wieder... Okay, ich habe mich selbst von meinen Schritten erschrocken. Dass ich, wie heißt es? Einen Termin beim Jobcenter hatte mit dem Reha-Bereich und hin und her und alles. Und da ging es um Berufsförderungswerke. Ja. Und ich sollte mir mal so eine Infoveranstaltung angucken. Entweder in Person bei einem, also da gibt es auch Termine, wo man hingehen kann zu denen, in das Berufsförderungswerk und sich sowas angucken kann und gezeigt werden bekommen kann. Oder einen Online-Termin. Ich habe natürlich den Online-Termin genommen. Eigentlich wäre ich gerne weggefahren. Aber ja, das hat sich so nicht ergeben, weil ich mich da echt ein bisschen anstelle und psychisch da irgendwie, weiß ich nicht, struggle und was weiß ich. Ist halt auch alles blöd. So, auf jeden Fall hatte ich mir den Termin da jetzt angeguckt, dieses Online-Meeting. Es war gut, ich habe viel darüber erfahren, was da so abgeht bei dem einen Berufsförderungswerk. Ist auch weit weg von hier, weshalb ich da auch untergebracht werden würde. Jetzt war ich am Freitag, also gestern, beim Jobcenter wieder. Sollte so ein bisschen berichten darüber, so, ja, dies, das, und habe dann so ein bisschen erzählt davon. Und die sind da auch sehr zufrieden mit mir und jetzt geht's langsam los. Ich werde in den nächsten paar Monaten, also ich weiß den Starttermin, ich werde ihn jetzt hier nicht erwähnen und ich werde auch nicht erwähnen, wo es hingeht. Ich werde mich ja suchen. Auf jeden Fall bin ich damit ganz glücklich, dass es dann vorangeht und dann werde ich 6 Wochen in einem Assessment Center sein. Das heißt, es ist so eine Erprobung. Da wird man irgendwie in verschiedenen Bereichen so ein bisschen getestet. So, wo liegen meine Stärken und Schwächen? Und dann können die da auch gucken, auch auf psychischer Ebene und alles. Und wo packen wir mich hin? Wo wäre das beste Ding, wo man mich reinstecken kann? Was wäre sinnvoll für mich? Dann, ja, das Assessment Center wäre halt über 6 Wochen. Ich wäre Ende des Jahres wieder raus. Kann man sich ab hier mal noch ausrechnen, wann ich wieder raus bin. Auf jeden Fall, danach soll ich auch nicht so viel Leerlauf haben, weshalb dann auch direkt im Anschluss, ist ja auch Sinn der Sache, geguckt wird, wie es denn aussieht mit Weiterbildung. Nee, doch, Umschulung. Umschulung hieß es, genau. Was ist das denn? Ach, das sind Algen. Warum sind da Algen im Wasser? Hä? Hab ich verguckt oder was? Ich hab mich verguckt. Ich wollte jetzt nicht auf diese hinaus. Ich dachte, da schwimmen so Blätter rum. Ja, auf jeden Fall soll ich da... genau, Umschulung direkt im Anschluss. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wohin es geht. Also kann ich da auch noch gar nicht zu sagen. So, ich habe zwar Ideen und so, was ich gerne mir angucken wollen würde, weil ich auch gesagt habe, ich hätte auch ein Händchen für bestimmte Dinge. Ich sollte nicht hier draußen rumrennen. Wo ist die Sonne? Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich brauche Bäume. Das ist das Problem jetzt. Ja. Also wird erstmal geguckt. Ich habe, mir wurde damals gesagt, in dem Theaterprojekt, in dem ich war, dass ich ein Händchen habe für so mediengestaltungstechnische Sachen. So ein bisschen Video, also natürlich videobearbeitungstechnisch. Ihre Sachen. Ja, das ist Norden, oder? Nee, das ist Osten. Das ist Norden. Genau. Genau, videobearbeitungsmäßig. Ich brauche Holz, verdammt. Bildbearbeitungstechnisch bin ich ja auch ganz gut dabei, wenn es um so simple Sachen geht. Aber es gab ja auch viele Leute, die auf mich zugekommen sind von wegen, hey, ich weiß, dass du da für ein Händchen hast. Kannst du mir da mal mithelfen? Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf für Dinge, die ich gerne in Angriff nehmen wollen würde, wo mir die Kenntnisse einfach zu fehlen. Ich habe Ideen für ja, Spiele. Also Computerspiele mäßig so. Die Ideen schreibe ich mir im Moment nur auf. Das sind alles nur kleine Fragmente und Fetzen und Teilchen von einem großen Ding, was groß sein könnte, wenn ich Kenntnisse hätte. Und mehr als die Bilder in meinem Kopf. Und, ja, weiß ich nicht. Ich habe aber keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, wie was wo geht. Ich kenne mich mit Programmieren nicht aus. Das ist auch was, was ich mir gerne anschauen wollen würde. Programmieren. Anwendungs... das war eine Praktikumsidee. Anwendungs... IT, was war das?
Anwendungsentwickler. Wollte ich mir gerne praktikumsmäßig mal angucken, aber keine Ahnung. Die anderen Sachen, was war das auch noch? Ja, Mediengestalter, Digital und Print wurden mir auch ans Herz gelegt. Da hatte ich auch ein Praktikum vor 2 Jahren schon. Das hat mir auch sehr gut gefallen und die meinen auch, ich habe ein Händchen für sowas, mach was draus. Also, die haben mich schon motiviert dazu, irgendwie mal weiter in so einen Bereich gucken zu wollen. Aber es hat sich praktikumsmäßig nichts ergeben hier in der Gegend. Auch ist hier quasi alles tot. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann auch wegziehe von hier. Boah, mach mir noch mal so Angst, Alter. Gibt's gleich jetzt auf die Schnauze. Ja, auf jeden Fall, ja, also da muss ich, muss rausfinden, was geht und wie Chancen in verschiedenen Bereichen sind und was ich damit wo anfangen kann. Und keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung. Aber wenn ich in dem Assessment Center bin, werde ich da schon genug Input kriegen noch. Und dann werde ich halt gucken. Das Ding ist halt nur, ich werde keine Livestreams mehr machen können, voraussichtlich auf längere Zeit. Wenn das dazu kommen sollte mit dem Assessment Center, dass das läuft und alles. Und ich schmeiß jetzt mal grob in den Raum keine, also die nächsten 3 Jahre gibt es keine Streams. Ja, das ist, das macht mich auch traurig, natürlich, aber jetzt auf das ganze Jahr habe ich auch schon nicht gestreamt und das macht mich halt auch ein bisschen, also zuerst war ich ganz glücklich damit. Ich dachte, jetzt mache ich einfach Ende so mit allem, aber ich habe ja trotzdem noch gelegentlich Sachen aufgenommen für mich oder Dinge, die ich geplant habe, die ich vielleicht nochmal hochlade, die ich zusammenschneide, wie zum Beispiel, das liegt seit Ewigkeiten auf meinem Handy rum, ein kleines Review zu Gönnergy. Die habe ich immer mir geholt, als die neuen Sorten rauskamen. Hab die getrunken, ein bisschen bewertet so. Dachte mir so ein bisschen, das mache ich einfach so. Einfach so, ich mache halt einfach mein Ding und ist mir scheißegal, wer es mag oder nicht mag. Ist mir wurscht, Hauptsache ich mache mein Ding und habe Spaß dabei. So, Punkt. Und ja, das ist auch so ein Ding mit meinem Spaß und so. Was Leute auch sagen mit dem Ganzen, was ich möchte, ist halt alles nur spaßeshalber und so. Diesen ganzen Videokram und sowas. Ich habe mir alles selber beigebracht, was ich bisher kann oder weiß. Also autodidaktisch, so heißt es. Und das, ja, das ist so ein, weiß ich nicht. Es ist für mich vieles Spielerei, aber in einem ernsthaften Rahmen habe ich halt keine Ahnung von sowas. Ich würde gerne ein Praktikum machen, um vielleicht mal einen Hauch von diesem ernsthaften Rahmen zu erleben. Das wäre zumindest ein nächster Schritt. Ich glaube, ein Praktikum ist auch irgendwie Sinn der Sache mit dem Assessment Center. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da eine Woche Praktikum oder sowas drin ist oder 2 Tage mal in den Betrieb reingucken oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe das schon wieder vergessen. Aber das wäre halt so sinnvoll. Es wäre so sinnvoll einfach irgendwie... Es wäre, ja, es wäre sinnvoll irgendwie was zu machen. Und, oh Gott, es gibt noch eine Sache, die ich seit Ewigkeit mit mir rumschleppe. Die Sache mit dem ADHS-Gedönse, dass man mir sagt, hey... Lass dich mal untersuchen. Ich habe jetzt auch eine, also meine Schwester hat mir auch erzählt, ja, sie hat jetzt eine Diagnose zu ADHS bekommen, also positiv, sie wurde getestet und hat halt ADHS in einem bestimmten Rahmen. ADHS ist, hat ja auch ein großes Spektrum und es gibt viele Leute, denen es auch oft auffällt, dass ich halt so Tendenzen dazu habe. Und ich merke so Sachen immer wieder, immer öfter in letzter Zeit auch. Ich weiß nicht. Und das ist halt auch so ein Ding, was irgendwie mal untersuchen lassen soll. Aber dann gibt es da wieder so Sachen mit, ja, wo macht man das? Und als Erwachsener und bla bla, hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Und Psychiater oder was auch immer, wer das macht, haben auch nicht so unheimlich Lust dazu, weil das so aufwendig ist und dies, das und dir zuckt mir die Schulter. Ach Gott, ich krieg die Krise so ein bisschen, ey, ganz ehrlich. Und ich weiß auch nicht, ich weiß gar nichts. Ich bin manchmal... Oh, manchmal oft, manchmal oder oft. Ich bin oft frustriert von Dingen und keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann ich dieses Video herrendern möchte. Also es ist heute der 21. Ich werde da mal gucken, wie groß das Video gleich ist. Ja, dann läuft das hier jetzt. 24 Minuten. Wow. Wird ja quasi eine Min-Min-Folge. Aber ich werde das nicht am Stück hochladen, oder? Doch, ich werde das am Stück hochladen. Macht keinen Sinn für mich, das zuzuschneiden, weil ich die ganze Zeit am Reden bin. Ja, genau. Also, ja.
Also, kurz gesagt, ich werde voraussichtlich die nächsten 2 bis 3 Jahre nicht streamen können, aus Zeitgründen. Und danach ist auch noch erstmal offen, also es ist zukunftsmäßig alles offen. Ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, was abgeht. Kann sein, dass ich wieder in die Leere falle, halt nach der Umschulung dann arbeitslos werde, oder dass ich umziehe irgendwo hin und mich dann da neu aufbaue. Oder. Oder. Ja, es kann alles passieren. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich nach dem Assessment Center direkt wieder absaufe oder so. Keine Ahnung. Wenn ich wieder in die Leere falle oder so, weiß ich nicht. So, ja. Kein Plan. Es ist kein Plan. Das wollte ich mal eben so ein bisschen loswerden, dass ich ein kleines Statement oder sowas mache. Ich weiß es nicht. Ist mir doch irgendwie wichtig, auch dass ich da mich mal wieder ein bisschen melde zumindest und mal sag so, hallo, ja, das haut alles nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Ich habe zwar Ideen, was ich machen möchte, aber es wird halt nichts. Ist halt blöd. Aber was soll ich machen? Es geht um hobbymäßig. Es ist hier Hobby. Ich würde gerne mehr hobbymäßig machen, aber ich finde auch keine Zeit, neben Fortnite hier irgendwelchen Quatsch zu machen. Weil ich irgendwie viel zu viel Fortnite spiele. Warum mache ich das nicht zu meinem Hauptcontent? Ja, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Und weil mein PC das Spiel sowieso nicht anständig packt. Da weiß ich nicht, wie sieht das aus, wenn ich das im Stream spielen würde oder einfach nur im Video, also im Let's Play. Ich differenziere das ja nochmal ein bisschen. So. Ich suche meine Höhle. Wo ist denn meine verkackte Höhle jetzt? Da vorne. Ich soll das vielleicht mal markieren hier. Ja, keine Ahnung. Das ist halt so der Stand der Dinge. Und ich werde halt sehen, was passiert. Also, ich bin eigentlich froh, wenn ich dann endlich wieder rauskomme. Das ist das Ding. Ich bin froh, wenn ich was finde, was mich weiterbringt, denn im Februar nächstes Jahr sind meine 10 Jahre Arbeitslosigkeit voll. Das ist scheiße. Wie viel Geld ich quasi verloren habe, dadurch, dass ich einfach nichts mache, weil ich psychisch im Arsch bin und weil ich einfach keinen Bock so richtig auf Leiharbeitsschwachsinn habe, was mich nur ausbeutet. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich müsste eigentlich was machen. Klar, natürlich. Ich möchte ja was machen. Ich kriege auch keine Rente, wenn ich alt bin. Natürlich nicht. Und jetzt, ich lebe für den Moment irgendwie quasi auch nur. Also ganz ehrlich, ich lebe für den Moment. Ich habe das, was ich habe, und das ist halt wenig. Aber ich komme damit klar. Gerade so. Jetzt habe ich schon wieder keine Chance. Ja. Lebe für den Moment. Aber es gibt halt so viele Sachen, die ich noch machen möchte. Und dafür brauche ich halt Geld. Und Geld wächst nicht auf Bäumen, auch wenn es aus Papier gemacht ist. Oder aus anderen Stoffen. Pflanzenfaser. Oder Stofffaser. Kann ja auch aus Baumwolle sein. Hat der Geldschein nicht auch irgendwo so baumwollemäßig? Ist schon witzig. Geld. Geldmünzen. Das Metall. Metall ist ein Mineral. So ein Boden. Bodenschatz, so heißen die Bodenschätze. Egal, hier, Eisen. Da kriegt mein ADHS-Gedönse schon wieder. Die komischen Gedankensachen. Dass ich ständig irgendwas vergesse und dass ich immer wieder in die Küche gehe und mir denke so, was wollte ich hier eigentlich? Dann gehe ich wieder zurück und dann fällt es mir wieder ein. Dann gehe ich wieder in die Küche und denke mir wieder, warum vergesse ich denn schon wieder, was ich wollte? Hä? 1000 Sachen im Kopf und alles vergesse ich irgendwie instant wieder. Keine Ahnung. Wovon habe ich gerade gesprochen? Geld, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso ich ständig so abdrifte. Es ist auch ständig so, den ganzen Tag über habe ich Gedanken in meinem Kopf. Und sie schwirren und schwirren und es kommt nicht zur Ruhe. Und es dreht sich und dreht sich und es dreht sich den ganzen Tag und immer. Und ich komme einfach nicht zur Ruhe mit meinem Kopf. Es wirbelt den ganzen Tag. Macht die ganze Zeit nur Terror. So, ich baue mir jetzt hier eine Base und dann, ja, ich spiele diese Welt wahrscheinlich sowieso nicht weiter. Obwohl, vielleicht doch. Und mir riesen Gebäude. Das
Meine dritte Welt, die ich mittlerweile anfange. Nee, keine Ahnung, ich habe unzählige Welten, weil ich blöde bin. So, wir haben es jetzt eine halbe Stunde voll. Ich denke mir, ich habe alles erzählt, was ich gerade wollte. Und ja, ich werde gucken, was ich machen kann. Ich werde gucken, vielleicht mache ich ja Vlogs von unterwegs, dann ein bisschen gucken, was ich mit dem Handy schneiden kann, dass das auch im Querformat ist, dass das ein anständiges Format zu gucken hat, halt nicht hochkant. Ich werde nicht auf TikTok sein, ich werde den TikTok-Account benutze ich sowieso nicht mehr, da ich habe das TikTok-Ding gelöscht von meinem Handy. Ich habe Insta, wo ich theoretisch drauf aktiv sein könnte. Ich habe YouTube natürlich, auf dem ich dann auch voraussichtlich aktiv sein werde. Und ja, den Rest werden wir schauen oder werde ich sehen. Es ist ja immer noch ein Hobby alles hier und ohne Druck und alles. Und aber ich möchte so sehr wieder rauskommen. Ich möchte spielen, ich möchte ein paar Spiele neu machen und gucken und sehen nochmal. Und ich brauche einen neuen Computer und was weiß ich nicht alles. Wenn ich einen neuen PC hätte, dafür brauche ich aber Geld, dann würde ich auch natürlich bessere Spiele spielen. Also neuere Spiele, aktuellere Spiele in einem besseren Umfang. Ich würde mir vielleicht besseres Internet leisten können. Aber das sind Sachen, die wir in der Zukunft sehen. Das heißt, vielleicht in 3-4 Jahren bin ich wieder da. Also regelmäßig und anständig und nicht nur so random hingekleckert. Und dann komme ich trotzdem nicht groß raus. Aber vielleicht haben wir wieder Spaß mit Min Min. Vielleicht fange ich damit wieder an. Irgendwann. Vielleicht mache ich auch so einen spontanen Min Min. So ein bisschen wie heute sowas. Das ist jetzt auch nur ein spontanes Minecraft-Video. Keine Ahnung, was geht, wie geht's weiter. Keine Ahnung. Wie ist der Plan? Keine Ahnung. So, trotzdem, das war's für mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, sehen wir uns gelegentlich, vielleicht, wenn ihr Bock habt, auf Twitter, folgt mir auf Twitter oder auf Blue Sky. Muss ich mir die App noch runterladen. Guckt in meinem, was ist das, Linktree? Nee, wie heißt denn das? All My Links, Gedönse, was weiß ich. Steht irgendwo verlinkt. Irgendwo ist es verlinkt, so, ihr werdet es finden, wenn ihr Bock habt. Guckt da vorbei. Ich würde mich freuen drüber, wenn ihr da seid und einfach nochmal ein bisschen reinguckt und mir Feedback gebt. Ich freue mich über jeden Kommentar und alles. Es ist schön. Es wäre schön, wieder aktiver zu sein. So, Punkt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis ich dann wieder regelmäßig da sein kann. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis dann.